So oder ähnlich müsste es eigentlich auf den Frühjahrsvolksfestplätzen im ganzen Land inzwischen aussehen. Doch bis Ende April in Einzelfällen wie zum Beispiel dem Rheinland-Pfalz-Tag, sogar bis in den Juni hinein, sind Volksfeste und Kirmesveranstaltungen abgesagt. Das Material von deutschlandweit etwa 5000 Schaustellerunternehmen steht in den Hallen oder im Winterlager. Meine Leute haben Angst. Es ist eine blanke Katastrophe. Das ist das Szenario, was am schlimmsten oder was im Moment uns ja diese Angst bringt. Ne? Ich habe vor anderthalb Jahren ein neues Fahrgeschäft bekommen, habe nochmal in dieser Branche viel Geld investiert, ne, für die Zukunft meiner Kinder. Und wenn ich jetzt dieses Geschäft nicht bezahlen kann, weil das klar ist, egal, ein neues Geschäft kostet Geld. Und ein Traditionsbetrieb, der ja über 100 Jahre besteht letztendlich, ne, könnte da dran kaputt gehen, ne, was Familien zusammen vorher aufgebaut haben. So der Koblenzer Schausteller Mike Klinge. Als der Kovalenzer bekannt sind, seine Familie und er seit Generationen unterwegs. Heute zählen Imbissstände, ein Kinderkarussell, ein Breakdance und der erst 2018 angeschaffte X-Force zum Repertoire der deutschlandweit bekannten Schaustellerfamilie. Ja, die ersten Veranstaltungen sind jetzt gecancelt worden. In Nordrhein-Westfalen wäre mein Start gewesen. Die erste Veranstaltung ist Solingen. Da hätte ich mit drei Geschäften gestanden. Was jetzt leider ja nicht geht. Danach hätte ich, wie heißt das, eins in Hagen gehabt, eins in Iserlohn und zwei in Köln. Viele würden jetzt den Kopf in den Sand stecken, nach öffentlichen Subventionen schreien oder einfach jammern. Das liegt aber nicht in der Natur der Schaustellerfamilien. Mike Klinge bringt es auf den Punkt. Wir sind Menschen, die arbeiten wollen und müssen. Wir arbeiten gerne. Und was sollen wir daheim sitzen und warten, dass irgendeiner kommt und sagt, ich helfe? Also, wir wollen Hilfe bekommen und wir wollen dann auch Hilfe anbieten. Wir sind untätig und wir wollen nicht untätig sein. Mein Equipment steht hier, was bewegt werden könnte. Doch was kann man tun? Schnell war im kleinen Kreis deutschlandweit tätiger Volksfestprofis am Telefon die Idee geboren und ein Motto gefunden. Hand in Hand, Schausteller helfen im ganzen Land. Klinge und seine Kollegen bieten Material und Personal ihrer stillstehenden Firmen für Hilfsorganisationen und Behörden an. Kostenfrei. Die Lkw stehen hier. Die stehen still. Die sind angemeldet. Die dürfen fahren. Wir haben Führerscheine. Wir haben Leute, die bewegen können. Zum Beispiel sowas. Als Post auf Facebook gestartet, haben inzwischen schon mehr als 500 Schaustellerunternehmen deutschlandweit erklärt. Logisch, da sind wir dabei, ganz klar. Auch wenn einige Menschen in den sozialen Medien noch an Ironie oder vielleicht Sarkasmus glaubten, schließlich stehen hunderte Existenzen und Familien durch ausgefallene Volksfeste quasi vor dem Nichts, ist das Hilfsangebot trotzdem wirklich ernst gemeint? Ja, das ist vollkommen ernst gemeint. Wir Schausteller haben immer schon geholfen. Und auch jetzt in dieser Situation ist unsere ganz klare Aussage, auch jetzt werden wir helfen. Aber man sollte nicht vergessen, wir Schausteller, wir benötigen jetzt auch dringlichst Hilfe. Und zwar in Form von Reformen, so dass wir halt auch am Leben bleiben können. Alexius selbst ist Schausteller. Seine Familie betreibt mehrere Autoscooter vom westfälischen Hagen aus. Außerdem ist Alexius Vorsitzender des Berufsverbandes BSM in Hagen und spricht für 130 Kollegen. Allesamt zurzeit wie die Kollegen in und um Koblenz ohne Arbeit und Einkünfte. Dabei geht es den Schaustellern selbst weniger um Fördermittel und schon gar nicht um Kredite. Durch seine Verbandstätigkeit weiß Alexius, wie schwierig es aber auch ist, schon Steuer- und Abgabenstundungen, vielleicht Ratenpausen oder Aussetzung von Kammerbeiträgen oder Standgeldzahlungen an Kommunen für hoffentlich später im Jahr stattfindende Feste zu erreichen. Leider ist es so, dass es momentan sehr schwer ist, dort irgendwelche Wege zu finden, weil noch keiner genau weiß, welche Wege zu gehen sind, weil wir in dieser Situation noch nie gewesen sind. Jetzt ist es erstmal an unserer Politik zu sagen, welche Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden, um unseren Berufszweig überhaupt am Leben zu erhalten. Doch trotz aller berechtigter Existenzangst heißt es für die Schausteller jetzt Hand in Hand für alle Menschen im Land. Eine Initiative, die hoffentlich so manchen zum Nachdenken und Nachahmen anregt und nach der Krise möglichst viele Menschen mit einem eventuell veränderten Bild des reisenden Gewerbes auch wieder auf die Volksfeste führt.